Hey an alle, ich versuche nicht zu viel zu schwafeln. Ich will mit euch folgende Sache betrachten. Wir haben verschiedene Situationen, wenn wir Bewegung trainieren. Schauen wir uns mal den Unterschied an zwischen einem Liegestütz und Klettern am Fels oder an der Kletterwand, ganz egal. Wir haben beim Liegestütz ist so, dass wir meistens ja bestimmte Vorgaben geben als Trainer oder haben, als jemand, der trainiert. Wie der Liegestütz denn nun auszuführen ist. Ne? Also zum Beispiel, okay, ich gehe ganz runter, bis die Nase den Boden berührt oder die Brust und gehe ganz hoch, bis die, ähm, die Ellenbogen gestreckt sind und so weiter und so fort. An der Kletterwand ist die Vorgabe, die ich habe, zum Beispiel, das ist die häufigste Vorgabe in der Kletterwand in der Halle, dass ich nur bestimmte Griffe benutze und das ist also dann eine Route, das stellt eine Route dar und da wenn ich oben angekommen bin, dann habe ich die Route geschafft. Jetzt können wir also unterscheiden in zwei Kategorien in dem Sinne: Es gibt lösungsorientierte Aufgaben und es gibt ausführungsorientierte Aufgaben. Und zeichnen wir uns das mal kurz schnell ein, weil ich habe das ähm, eine Zeit immer so als Spektrum gemacht, also dass hier Lösung auf der einen Seite und Ausführung auf der anderen. Seite. Seite ist ne, und dass ich quasi einen Punkt habe und der Punkt kann also hier sein oder der kann hier sein und so weiter. Also ich kann auf verschiedenen Punkten im Spektrum sein, also mehr in Richtung Ausführung, mehr in Richtung Lösung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich an der Kletterwand eben sagen kann, es geht um diese Lösung, also da oben anzukommen, an der Route. Aber was heißt das zum Beispiel im Klettern? Das Ding ist, wenn ich sage, komm da oben an, an diesem Punkt, aber du darfst nur diese Griffe benutzen, also nur von dieser Farbe, das ist ja schon ein Constraint. Vielleicht habt ihr diesen Begriff mal gehört, der ist inzwischen populär geworden, dieser Constraints-Led Approach. Und ich habe mit Udo Neumann vor kurzem gesprochen, so ein ganz bekannter Klettercoach in Deutschland. Wenn ihr klettert, habt ihr bestimmt schon von Udo gehört, weil der ist eine wichtige Entität im Klettercoaching in Deutschland und habe mit ihm über Constraints-Led Approach kurz gesprochen. Er gesagt, ja, Klettern ist halt Constraints-Led Approach, weil du hast immer diese Constraints von wegen, ja, das kannst du halt machen und das kannst du nicht und das geht halt ganz oft darum, welche Griffe und Tritte kann man benutzen und welche nicht. Das ist zum Beispiel beim draußen Klettern so, dass man sagt, hey, Du willst halt da oben ankommen, aber das heißt nicht, dass du erstmal 100 Meter darüber gehst, von der Seite hoch gehst und dann oben ankommst, sondern das heißt, du gehst hier hoch in diesem Bereich von zwei Meter. Das heißt, in dem Sinn ist dieses klassische Klettern schon auf diesem Spektrum ja nicht unbedingt so weit hier, sondern ein bisschen mehr in die Richtung gerückt, weil es eben auch um eine bestimmte Ausführung geht. Also ich will das Problem lösen, aber ich habe halt diese Constraints, wie ich das mache. Auf der anderen Seite haben wir sowas wie ein Liegestütz, was in dem Sinne sehr vorgeben ist. Ne? Also, es wirkt so wie, ey, ich kann hier sehr wenig improvisieren in dem Sinne, ich kann sehr wenig entscheiden. Auf der anderen Seite eine Sache, die mein Tanzlehrer Martin Kevardi immer sagt: I have never done anything that was not improvised. Womit er auch sagt, dass immer in den ganzen Sachen nie alles vorgeben ist. Es gibt immer Sachen, die man einfach on the go entscheidet, wie ich das jetzt mache. Weniger in dem Sinne wenn ich Sachen schon sehr oft gemacht habe, weil dann ist die Entscheidung schon davor gefallen, aber nur auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Es gibt immer Sachen, die ich in diesem Moment einfach dann passiere. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, dass auch der Liegestütz gar nicht nur hier ist, sondern auch ein bisschen darüber rückt in diese Richtung. Also dass ich auch immer meine Lösung dafür finde, wie mache ich jetzt, den Liegestütz. Dazu muss man hier natürlich sagen, dass es immer darum geht, die Lösung für das Problem zu finden, aber die Frage ist eben, was ist der Grad der Improvisation? Aus der Perspektive des Trainers, wenn ich sage, mach mal 10 Liegestütze oder das in einen Plan schreibe und so weiter, dann ist da wenig zu entscheiden, relativ wenig für die Person im Vergleich zu, kletter diese Wand hoch. Man könnte das auch als Level des Chaos bezeichnen. In dem Sinne, wie viel Struktur gebe ich rein? Und in dem Sinne kann man sagen, dass Ausführungen und Lösungen beide immer präsent sind. Natürlich ist immer die Lösung präsent, aber es ist die Frage, wie sehr ist die Ausführung vorgegeben? Und in der Mitte steht hier in dem Sinne der Mensch. Man könnte es auch noch mal vereinfachen und sagen: Ich gucke einfach nur den Grad an der Struktur, wie sehr die Ausführung vorgegeben ist. Es sind in dem Sinne aber oft, und deswegen unterscheide ich das so, zwei verschiedene Denkstarter. Also das eine ist, dass ich mit der Lösung anfange, dass ich also sage, hier gebe ich eine Situation vor, wo die Leute ihre Lösung finden können, oder dass ich in meinem Kopf sage, okay, hier mache ich klare Ausführungen. Und in einem umfassenden Training hat halt beides seinen Platz und deswegen habe ich hier auch noch mal den Menschen in die Mitte getan, weil die Frage ist auch eine Frage der Balance. Das heißt nicht, dass es 50-50 sein muss, nee, überhaupt nicht, aber wenn wir daran denken, dass viele die normal trainieren eben nur ausführungsorientiert trainieren, also im Fitnessstudio gehen und bestimmte Übungen machen, während wir im Leben eigentlich immer nach Lösungen suchen, also wir suchen nach Lösungen für Bewegungsprobleme. Ah, ich will die Treppe runtergehen. Ah, ich will was tragen. Ah, ich will was hochheben und so weiter. Da geht es eben für uns im Alltag einfach darum, wie mache ich das ja? Und eine bestimmte Ausführung ist dann eben nur die Lösung des Problems. Also, so wie ich das hier auseinandernehme, das ist eine Denkhilfe. Man kann es auf verschiedene Arten auseinandernehmen und man kann das definitiv auch anders denken. Im koordinativen Training kann ich das genauso unterscheiden. Es gibt das koordinative Training, wo es darum geht, neue Bewegungen einzustudieren, die vorgeben sind. Also zum Beispiel, wenn ich eine Tanzchoreografie. Lerne. Das ist in dem Sinne koordinatives Training. Ich muss mich koordinieren und ich muss diese Bewegung kopieren. Aber es ist halt in dem Sinne ausführungsorientiert. Obwohl ne? man natürlich sagen kann, auch hier, und das muss man sagen, ist zwar die Ausführung sehr klar vorgegeben, aber wie ich das Problem löse, also wie ich das lerne, ist halt wieder mir überlassen. Und auf der anderen Seite sind die koordinativen Situationen, wie zum Beispiel, wenn ich mit einem Partner mit dem Ball werfe und gucke immer, ah, ich muss den Ball halt fangen und ich muss diese Situation halt lösen. Wenn ich mit Leuten arbeite, dann versuche ich rauszufinden, wo sind die geistig auch auf diesem Spektrum, weil es Leute gibt, die eben sehr viel lieber offen arbeiten und Leute, die wollen sehr viel Struktur. Im Endeffekt ist es für mich auf jeden Fall ein Thema, Leute zum Offenen hinzubringen, wenn die sehr strukturiert sind, weil man sich bei diesem offenen eben die Dinge sich sehr stark zu eigen machen kann, also seine Variante von den Dingen finden kann, seine Lösungen und so weiter und das auch Nachhaltigkeit erzeugt, Langlebigkeit, wenn die Leute merken, ah jetzt, jetzt habe ich so meine Werkzeuge in der Box und ich kann damit Dinge bauen. Gleichzeitig forciere ich das aber auch nicht, weil ich eben mit den Leuten individuell auch arbeiten will und gucken will, was für die passt. Und ich glaube auch, dass es ein Fehler ist, den manche begehen, zu sagen, da will ich hin und da fange ich dann auch an. Also, das Ziel ist nicht der Start. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sind sehr in dem Lösungsorientierten und für die wäre es eben mal gut, strukturierter zu trainieren, weil das Problem ist, wenn man sehr offen ist, also man könnte auch sagen, mit sehr wenig Constraints arbeitet, dann kann es halt sein, dass man über die Zeit sich immer wieder wiederholt. Und ein Beispiel dafür wäre ein Tänzer, der nur in der Improvisation arbeitet, aber in dieser Improvisation nie mit Constraints, also einfach immer offen tanzt und dann kommt irgendwann raus, der macht immer das gleiche im Tanz. Und da muss man jetzt nicht sagen, ne, mach halt die und die Bewegung jetzt, aber man kann Constraints reintun, also dadurch wieder in dem Sinne ein bisschen in Richtung Ausführungsorientiertheit halt gehen und zu sagen zum Beispiel, du musst jetzt die ganze Zeit auf einem Bein stehen oder sowas. Okay, ich hoffe, der Fall ist klar. Sagt mir Bescheid, wenn ihr Fragen habt und auch wenn ihr Ideen habt. Das finde ich ein sehr interessantes Thema und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Also fühlt euch eingeladen, auch mit mir darüber zu sprechen.